Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit zu Video Nummer 11. Beziehungsweise Türchen Nummer 11. Ist ein bisschen spät hochgeladen worden, aber ich muss natürlich auch gucken, wie ich es zeitlich hinkriege. Weil mir halt, das ist halt schon recht viel Content, was man da dann auch liefern muss. Aber wir waren heute Primusse farmen, weil wir wollen noch für unsere Gilde das letzte Stärke-Equip-Teil herstellen. Daher hat jeder so geguckt, dass man Primusse farmt. Ich habe jetzt ein paar Erde gefarmt. Dann sind wir später noch zusammen schnell auf die Windmap. Natürlich kann man jetzt da irgendwelche Element-Dev-Sachen oder so benutzen. Mythische Eiche ist natürlich immer noch von Vorteil, aber da bin ich ja noch nicht so weit. Und natürlich könnte man den Elementarschutzstein nutzen dann und vielleicht auch den Erdfisch zum Beispiel hier. Dann kommen wir da relativ gut klar. Mir selber fehlt noch der Stärke-Tali, den muss ich noch bis 4 uppen, aber ist jetzt eher weniger das Problem. Es muss halt mal gemacht werden, da muss ich ihn halt noch bonieren. Den perfekten Tali habe ich schon mal, also dass er schon mal die 2 Stärke hat. Das war mir wichtig und mehr brauche ich da eigentlich nicht. Ansonsten, den Primus kann ich halt auch so farmen. Ich brauche die Argus Schuppe und Nachtjedit braucht man natürlich nicht. Dieses Rauchjedit, um quasi Stärke Equip herzustellen, das kriegt man halt aus den Erzadern. Das heißt, da farmt man halt zusammen mit der Gilde. Ah, natürlich braucht man erstmal die Augenschuppen, dann braucht man die 400 Gaia, die habe ich halt in dem Fall. Wir haben halt als Gilde schon die Heizkette und quasi das Armband schon hergestellt. Das heißt, es fehlen jetzt halt nur noch die Ohrringe und dann passt eigentlich alles soweit. Dann kann ich quasi, beziehungsweise die Gilde hat dann einfach alle Equip-Teile. Ob das jetzt aktuell notwendig ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Handschuh benutzt, dann kann man natürlich auch auf die Stärke kommen für den Turm. Aber es wird halt nächstes Jahr ein Update kommen und da wird safe dann auf dem neuen Content weitergehen und dann braucht man vielleicht diese Stärke-Equip-Teile. Deswegen, wenn man es jetzt schon macht, ist es auf jeden Fall nicht umsonst, weil man braucht es einfach irgendwann. Und dann verleiht man halt das Equipment, solange man noch nicht die Masse hat, weil man muss ja auch bedenken, dass das schon eine Zeit lang dauert, bis man jetzt so einen Herstellversuch hat und es sind dann halt auch nur 30% und man kann die Rauchjedit-Erze halt nur quasi mit Erz herstellen und nicht so wie jetzt hier das Nachtjedit einfach so vom Primus bekommen und daher ist es halt schwer, da so viele Versuche herzukriegen. Aber es geht wenigstens. Also man kommt schon hin und wieder zu so einem Versuch und wir hatten jetzt auch relativ viel Glück, muss man sagen. Die Primus-Sache, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass man da Veterane töten muss und dann hoffen muss, dass in der nächsten Stunde statt dem Veteranen ein Primus spawnt und dann hat man halt diese grünen Bosse hier auf der Namgan-Ebene oder auf dem Ödland diese braunen Bosse. Genau, und wir machen das natürlich zusammen, weil es da einfach am schnellsten geht, weil bis man diese Veterane alle gefunden hat und so weiter. Ja, das Kloppen ist schon auch stark, wenn man jetzt keine große Element-Dev oder sowas hat, aber so grundsätzlich geht es eigentlich im größten Sinn darum, diese Dinger halt rechtzeitig zu finden, weil wenn man es halt nicht kann oder zu langsam ist oder so, diese Veterane zu finden, sind so kleine Stabmännchen, da werden wir jetzt auch gleich mal sehen, wie die aussehen. Und wenn man die halt nicht kloppt, dann kommt halt in der nächsten Stunde dann halt auch kein Primus. Also die Chance ist schlichtweg dann halt auch nicht da. Daher ist man immer gut bedient, wenn man das in der Zusammenarbeit mit der Gilde macht. Dann kommt man trotzdem hin, weil man das Equip teils teilt. Wir machen es halt auch immer so, dass Leute, die jetzt wirklich, wo wir sagen, die können vom Equip-Stand her den neuen Kontinent laufen und aber sie schaffen es halt noch nicht ganz, das allein zum Beispiel so ein Primus oder so zu töten, dann hilft man denen halt auch irgendwie so Nachtjedit-Zeugs herzustellen, dass sie wenigstens die TP auf den Maps knacken können und daher die helfen dann auch mit und so weiter und für die hat man dann halt auch einfach ein Equip-Teil, weil Nachtjedit kann man halt für jeden Member quasi herstellen. Das ist jetzt eher weniger das Problem. Rauchjedit wird halt schwer, wenn man da selber erst 2 Equip-Teile haben. Von den Nachtjedit-Sachen haben wir halt viel, viel mehr. Ja. Der Haupt
ja, der Hauptfehler in der Map ist einfach, dass man meistens immer weggeschubst wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt. In einem anderen Video habe ich gesehen, es war, glaube ich, irgendwie auf dem polnischen Server oder so. Oder tschechischer Server. Da gab es einen Sura, der wurde schlichtweg einfach gar nicht weggeschubst von den Monstern. Und ich habe immer im Verdacht, dass das irgendwie wegen dem Relikt oder so, dass es da einen Bonus gibt. Abwehr gegen Wegschubsen oder was auch immer. Aber ich habe es bisher noch nicht gesehen und Int habe ich eben auch schon probiert, ob das irgendwie die Status aufhebt. Aber der wurde halt an einem Mädchenstein, konnte er ganz normal stehen oder an einem Außenposten, ohne dass er halt weggeschubst worden ist. Und das wäre interessant, woran das liegt. Vielleicht weiß das einer von euch irgendwie, ob es da einen Bonus oder eine Fähigkeit auf dem Relikt oder sowas gibt, die quasi gegen das Schubsen agiert. Das wäre halt schon recht nice. Ich habe da sowieso auch wieder Bonis gesehen, die mich höchstwahrscheinlich auch anlachen würden auf dem Relikt. Also da bin ich jetzt auch wieder dran. Aber da müsst ihr halt die Gameforge mal wirklich gucken, dass die Bonis dann halt auch mal entbuggt werden. Und auch gerade wenn man das anspricht, wäre es nice, wenn 6.7. Bonus, der magische Angriffswert, jetzt mal nach einem, über einem Jahr in Angriff genommen werden würde. Das wäre wirklich sehr, sehr nice, wenn man gerade ein Thema Bug ist. Ja, was ist am Relikt verbuggt? Gerade so einen Bonus quasi für das Elixier der Sonne, dass man einen Autopod quasi hat, der funktioniert nicht. Und man kann halt das Relikt auch irgendwie nicht switchen. Also da geht nichts, wenn man das Relikt switchen möchte. Also da sind mehrere Punkte und solange natürlich auch der Bonus nicht wirkt, ist halt echt ein bisschen problematisch. Ja. Man kann sich die Sachen hier jetzt auch teilen, also einer nimmt die Mobs weg vom Veteran oder vom Primus, kloppt die down, die anderen machen den Veteran oder den Primus so down, weil also das Einzige, was ich so sehe an den Mobs, was nervig ist, sind diese mürrischen Zauberer, weil die halt verdammt viel Damage machen, kann man auch FKS technisch blocken, aber ist trotzdem schon ordentlich Damage, was die da abliefern. Dass man seinem immer Damage macht, muss man natürlich Prezi hochlesen. Das ist bei mir M2. Ich habe das jetzt nicht so hoch geäxt oder so. Ich lese die Sachen quasi immer so hoch. Auch bei Aether-Shit werde ich das so hoch lesen. Weil es bringt mir schlichtweg halt auch nichts, das immer so schnell mit Exos oder so hochzuziehen. Und jetzt kommt ja dann irgendwann das Oster-Event im April. Und dann kann man da natürlich auch oder jetzt die Exos so mal farmen. Bei diesen Side-Events, da kann man dann auch relativ viel draus machen. Ja. Und ja, grundsätzlich seht ihr ja, droppen tut man auf jeden Fall gut aus den Dingern. Es muss nicht immer sein, dass eine Argus-Schuppe aus so einem Primus rausfällt. Es kann auch manchmal sein, da droppt halt keine Schuppe. Oder manchmal haben wir auch schon zwei gehabt. Die Quest-Reihe, also diese Primus-Quest-Reihe, wo man Primus töten muss und so weiter. Da haben wir auch Erfahrungen jetzt gesammelt, das war alles leider nicht so prickelnd, also da hat man nicht wirklich viel draus bekommen und auch die Tränke waren eher semi. Außerdem hätte ich erwartet, dass die Questreihe vielleicht irgendwie wiederholbar ist, wenn es um Tränke geht. Selbst wenn die Tränke für 10 Minuten irgendwie Sungma-Wille geben oder so. Also dass das eine einmalige Quest ist, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Aus der Primus-Quest an sich haben die meisten irgendwie so Segen des Lebens für den Turm bekommen. Das war halt auch nicht gerade prickelnd. Ja, weil die kann man natürlich für, ja, ein One kann man so ein 200er Stack kaufen. Und das war einfach die Mühe dann für die Primus ja halt auch nicht wert. Also die Quest, da muss man halt gucken. Ja, da wurde ich jetzt leider eingebuggt. Das passiert halt auch hin und wieder, dass man da reingeschubst wird. Das ist halt der Nachteil von sogenannten Schubsmonstern, dass man dann halt irgendwie in die Map oder beziehungsweise in den Bereich, wo man dann halt auch nicht mal rauskommt, reingebuggt wird. Ja, aber im Großen und Ganzen macht der neue Content schon Spaß. Der Turm ist ja leider derzeit verbuggt. Da werden sie sicherlich gucken, dass da irgendwie das wieder klargestellt wird, weil der sich irgendwie jeden Tag resettet und man kriegt dann halt auch nicht mehr die Belohnungen und so weiter. Und daher ist halt dann wirklich nicht
gerade clever, wenn man da jetzt weitermacht mit dem Turm. Das heißt, da kann ich euch auf jeden Fall nichts mehr weiter zeigen aktuell. Am Montag ist nochmal so Erwartung geplant, vielleicht kommen wir da dann weiter und dann mal schauen. Genau, das wäre es zu dem heutigen Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Es geht schon weiter, mit, auch auf dem neuen Kontinent. Und dann schauen wir mal demnächst, ob wir auch wieder in den Turm können. Und dann danke euch fürs Zuschauen und lasst ein Abo da, ein Like, würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.